Hallihallo, hallo, werte Kartenfreunde und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Hearthstone Arena. Letzte Folge haben wir angefangen, in Arena Run zu starten. Wenn ihr ihn verpasst habt, Part 1, dann werde ich ihn dir verlinken. Aber draufklicken und schon werdet ihr in einem Extrafenster zur ersten Folge, zum ersten Part hingelotst. Dann könnt ihr sehen, wie wir dieses krasse, komische Deck bauen und wie wir damit zwei Siegerungen haben. Ja. Und heute machen wir weiter und werden richtig hart abrocken. Hoffe ich zumindest, irgendwie. Jo. Lasst uns überraschen. Wir kriegen schon irgendwas hin. Together. Machen wir alle fertig. Oh. Und währenddessen dreht sich die Trommel und sucht uns einen harten Gegner. Hoffentlich findet sie auch einen harten, guten, leichten Gegner, den wir zermalmen können. Würde mich echt tierisch erfreuen. Hey, wartet. Ho, okay. So, jetzt muss ich wieder ins Spiel klicken. Okay, perfekt. So, dieser Riesen hat sich bisher als unnötig, also der hat sich als unnötig erwiesen, der hat sich als ziemlich gut erwiesen. Und natürlich der 4-4er. Leider brauchen wir eine kleine Rand. Und hoffen, dass wir sie ziehen. Ah, sieht nicht ganz klein aus. Sagen wir, die erste Runde nichts machen zu können, ist ein großes Übel. Wir hoffen, dass der Gegner keinen frühen Start hat. Mit seinem scheiß Wurm. Nee. Nur mit einem brabbelnden Brabbelbuch. Hey, wir könnten den spielen. Ist das besser? Ja, das ist besser als nichts zu spielen, ehrlich gesagt. Auch wenn wir damit Kombinationsmöglichkeiten vergeben. Im besten Fall benutzt er seine Heldenfähigkeit zusätzlich zu seinem brabbelnden Buch. Was er nicht gemacht hat. Dann hätten wir nämlich zumindest das hier hervorgelockt. Der zweite Wolf. Nun gut. Ab sofort können wir alles ausspielen, zum Glück. 3, 4. Und dann mal sehen. Wir haben gar nicht so ein gutes Late Game, glaube ich. Oh mein Gott. Ein Schaden auf alles. Mistkerl. Aber wir haben hier noch bessere Karten. 3, 4er. Auch wenn wir keinen Dämon haben, ist das eine gute Karte, würde ich sagen. Jetzt, wenn wir jetzt Karten ziehen, die sich daraus aus dem Drachenzeugs was hervorholen, also ja, davon einen Vorteil genießen, ist es schon wie unseren 1-3er, der uns einen Drachen auf die Hand nimmt, wird das ziemlich gut. Glaube ich. Oh, der ist nervig. Können wir aber im Moment nichts gegen machen. Die greift uns zweimal an, sind 8 Schaden. Oh, leicht heftig, würde ich sagen. Was können wir stattdessen machen? Ja, das, aber dann stirbt er. Das ist schwachsinnig. Deswegen machen wir. Spielen wir alles aus. Wir greifen den definitiv an. Ja, wir beschwören jetzt, glaube ich, alles. Auch wenn er uns. Er zerstört uns alles, aber. Er kann nicht alles angreifen, sonst stirbt sein Harp hier. Also ist das wahrscheinlich noch ganz okay, dass wir das so machen. Ja. Und im nächsten Zug töten wir einfach seinen 4-5er Mistviech. Spätestens. Ist ja ärgerlich, dass er den bekommen hat durch seine Portalkarte. Die ist normalerweise einfach so schlecht. Aber für 3 Mana ist sie, glaube ich, ganz gut, die Karte. Ja, wir haben leider keinen Dämon. Das wäre einfach zu gut gewesen. Oh mein Gott, die erste Niederlage. Wollt sie jetzt kommen? Wenn er unseren 3-2er zerstört, könnte es schon passieren, aber hat er nicht. Unser Glück, unser Vorteil. Weg mit der Scheißkarte, her damit. Damit ist unser Drachensupport gleich mal Geschichte. Very sad. Aber gut. Wenn wir unser Ei ziehen, hätten wir wenigstens damit noch irgendwie eine Kombinationsgürtel. 3 plus 2 plus das sind tot. Entweder sollten wir den spielen und schauen, ob er dagegen was machen kann. Ne? Okay, dann greifen wir den an. Und zack. Ich glaube, das ist die Karte, wenn wir angreifen, wird die Kreatur zerstört, die angegriffen hat. Also wenn wir ihn face angreifen. Oder es ist Eisblock, aber ich glaube eher die Karte, die zerstört. Das heißt, wollen wir unseren Schredder opfern? Oder wollen wir ihn nicht opfern? Das ist die Frage. Die uns hier gestellt wird. Wir ziehen erstmal eine Karte, oder? Oh, das ist eine gute Karte.
Was machen wir? Wir können den spielen. Dann hat er 5 Leben. Dann passiert da kein Unterschied zu. Alles nicht so toll im Moment. Greifen wir da an, passiert nichts. Wenn wir den angreifen, hat er nur noch 3 Leben. Wenn wir den beschützen, hat er 2 Leben. Wir können ihn damit zerstören und nicht face gehen. Weil immer noch die Chance besteht, dass das eben. Ah, das ist echt nervig. Das ist besser, ja. Wir gehen damit face. Das war mir klar, okay. Da gibt es aber auf jeden Fall noch eine Kreatur vor uns. Und er ist auf 3 gelandet. Nun gut, dadurch wird er auf 4 gehen. Damit geht der leider auf 1. Das ist nicht wirklich optimal. Aber die Wahl wäre sonst den, aber den Drachen brauchen wir. Wow, okay. Braulendes Buch hat ihm Blizzard gegeben. Ja. Schon geil, wenn man Klassen hat, die irgendwas so Umsatzkarten bekommt. Wir müssen dafür hart ackern. 10. Wir einmal. Eigentlich können wir uns sonst nicht erlauben. Die Karte ist gut. Die Karte ist gut. Ja, damit. So. Haha. 3-6er. Dafür haben wir nur noch 10 Leben. Das bedeutet wahrscheinlich sind wir tot. Allein dieses brabbelnde Buch wird uns zur Niederlage führen. Oh, was wir da treffen? Okay, das ist akzeptabel. Oh, macht 2 Schaden damit. Deswegen wollte er ihn einmal treffen wahrscheinlich. Oh. Hat er aber nicht. Er hat ihn nicht einmal getroffen. Was gut für uns war. Okay, wir haben hier ein paar Karten, die es wert sind, aktiviert zu werden. Der könnte den töten, der tötet sowas, damit töten wir das. Den kriegen wir nicht weg. Er bleibt übrig und er, das sind 3 Schaden, die wir kriegen, auf die ich keine Antwort habe. So viele Möglichkeiten. Der stirbt auf jeden Fall, das ist eben. Wir können natürlich auch den zerstören, den und den. Ja, können wir auch so. Egal. Eine überraschende Wendung. Und wenn sie nicht gestorben ist. Wenn wir es auch anders machen können, ja oder nee. Der. Nicht ohne das, naja. Ich werde mal nicht noch eine Karte ziehen. Er hat aber keine Hand mehr. Das ist eigentlich gut. Aber wenn er irgendeinen Spell-Damage-Karte hat, was uns nach Face geht und Schaden schießt, sind wir tot. Das ist offensichtlich. Weil sonst, wir haben hier 16, 18, 22 Schaden. Aber. Ja. War klar, dass er irgendwas hat. Das war ausnahmsweise mal keine Karte, die er für umsonst bekommen hat. Mag er es eben doch ein bisschen asozial. In der Arena. Nichtsdestotrotz gehen wir weiter. Ja, hab ja sowieso damit gerechnet, dass wir höchstens 3 Siege erreichen. Könnte also wirklich passieren. Würde mir ein bisschen das Herz brechen. Nee, würde es nicht. Jetzt würde er einfach nur bestätigen, dass ich recht habe. Und dass wir den größten Shit zusammengestellt haben. Nein, nicht den größten Shit. Das hat einige nette Kombos. Wir hatten auch Pech, dass wir absolut kein Early Game gezogen haben. Das hat uns letztendlich das Genick gebrochen. Auch. Oder wahrscheinlich sogar nur. Man braucht ein Early Game. Ohne Early Game bist du einfach tot. Da ist ein Early Game. Das ist eine gute Karte. Die werde ich sogar halten, weil es eine der besten Karten ist, die man haben kann. So. Oho, das ist eine gute Karte. Das ist besser als er. Weil der Rogue, der Schurke, kann leider immer einen Schaden machen. Mit seiner verdammten Heldenfähigkeit. Okay, wir haben immer eine Curve. 1, 2, ne, also 2, 3, 4, 5. Naja. Er ist aber eigentlich auch wichtig, um seine Waffen zu zerstören. Und Rogue spielt MTL Waffen. Wenn er jetzt. Ehrlich gesagt, ist es gar nicht so schlimm, wenn er ihn mit deiner Waffe zerstört, weil dann hat er kein Mana mehr. Und wir können weitermachen, zum Beispiel ihn beschwören. Dann haben wir zwei irgendwas. Natürlich trifft er, der kleine Mistkerl. Wir haben keinen Dreierzug, sehe ich gerade. Wir würden den beschwören, machen wir auch. Oder den? Plus aufpowern, dann stirbt er an dem trotzdem. Also machen wir es nur so. Ich möchte nicht den beschwören.
Und dann nächste Runde den. Im besten Fall trifft er 4. Und dann kriegen wir 4-1-1er. Ansonsten haben wir dann in Runde 5 immer noch nichts. Ja, egal. Passt schon irgendwie. Passt schon. Okay, wir könnten jetzt für 4 natürlich hier drauf hoffen. Wir haben sonst keinen 4er-Turn. Also machen wir das einfach. Und hoffen, dass er zerstört wird. Oh, das ist das Beste, was passieren konnte. 4. 4. Solange nicht seine Dolch hat, die einen Schaden von 3 Mana macht auf alles, sind wir gerade im Vorteil. Das könnte uns den Sieg bringen. Diese 4-1-1er. Richtig geile Mistkerle, die wir auf dem Feld haben. Wir haben dann noch ein paar andere gute Karten, die wir uns letzte Runde versagt blieben. Die uns vielleicht hätten retten können. Der vor allem auf jeden Fall. Oh, jetzt hat er nämlich Angst bekommen. Jetzt muss der Willer nämlich die, oh, den angreifen. Dann eventuell die nutzen. Schauen wir mal, was zuerst kommt. Oder wollen wir... Nee, wir zerstören alles. Komm. Ist doch dumm, wenn wir... So, den hat er jetzt. Ist okay. Ist es das? Ja, wir haben sonst nichts. Also. Ist natürlich toll für ihn, dass er genau den bekommen hat. Wo er dann problemlos meinen 2-2er tötet. Nichtsdestotrotz haben wir den. Wo es jetzt nicht so viel bringt. Der ist besser. Gottes Schild ist nicht ganz so gut gegen Rogue. Aber gut genug. Das ist eine coole Karte. Dann der. Drachensupport wäre schön, wenn wir den ziehen würden. Bisher haben wir zweimal den Spott benutzen können. Der war gut. Das war ziemlich gut sogar, ja. Mann, die hätte uns gegen den Mark ja auch sowas von geholfen. Wenn er es wagt, ein krasses Feld aufzubauen mit kleinen Mistkerlen, dann werden die sowas von hart leiden. Oh. Er kriegt, wenn er den beschwört, einen 3-2er. Das heißt für 3 Mana, oder? Oder für 2, ich weiß nicht. Sagen wir mal so, er greift damit, also er macht Rog, also er greift an, dann macht er 3. Dann beschwört er die Waffe, macht er nochmal 30 kaputt, er überlebt. Das könnte passieren. Wenn ich den spiele, passiert das gleiche, also ist es eigentlich egal. Demzufolge ist er trotz allem die beste Wahl. The way to go to win this. Ist die Schlüsselkarte. Und wir haben noch. Den können wir als 10 Mana Kreatur spielen, zumindest. Oh, er macht ihn gleich für 3 Mana. Tot. Nicely done. Okay, ich glaube, das ist eine gute Sache. Weil der ist ein bisschen übel. Und dann können wir immerhin noch. Und 2-2er spielen in seine scheiß 3-2er Waffe. Ist okay. Bald sind wir so weit, dass wir ihn. Dass wir ihn für 9, als 9-9er spielen können. Ein Schaden Vielen fehlt da noch. Dank. Ah, der macht genau einen Schaden. Okay, der macht genau 3 Schaden. Was sau gut gerade ist. Was sau gut ist hier. Best Duo ever. Kostet nur noch 9 Mana. 8-8er für 9. Können wir nächsten Zug ausspielen. Schaden. Schaden, Schaden, Schaden. Bums. Also Schaden, Bums. Schaden, Schaden. Mit dem. Und wenn er es überlebt, Bums, Bums. Das ist der Plan für die nächste Runde. Bums, Bums. Bums, Bums. So in der Art, irgendwie. Bums, Bums, Bums. Bums, Bums. Bums, Bums. Bums so fast. Seid gegrüßt. Wird er was dagegen tun? Na, vielleicht bumsen wir den. Ich weiß noch nicht. Es scheint mir so, dass er was gegen den hat. Ach, come on. Du gemeiner Mistkerl. 9 Leben. Vielleicht sollen wir den spielen. Oh, tut mir leid. Jetzt hat er zu viel Leben. Da, nach 8er von 9. Ist okay. Wir haben noch einen im Deck. Ja, heißt, wir können nochmal ihn ziehen. Und dann in Runde 10 die beiden. Ich glaube, der. Ja, wir haben noch Kombinationen mit dem, aber. Hm. Der und der ist natürlich der bessere Play im nächsten Zug.
Oh, Nachtachter! Könnte das zu einem Problem führen? Vielleicht gibt er mir auf die Hand aber zurück. Dann mache ich trotzdem diesen Play natürlich. So viele. Weil das sind immerhin 12 Schaden. Und wir haben 0,5er für umsonst. Und er hat uns 4 Leben geschenkt, das ist schon gut. Natürlich kriegt er 1,1er. Face? Dann hat er noch 5 Leben. Wir kriegen aber 6 Schaden. Ah, der ist gemein. Und da sollten wir einen von denen zerstören. Den da? Zerstören? Damit er nicht so einfach an den da vorbeikommt. So, weil wir kriegen ja jetzt ein 0,5er Schutzschild. Das heißt, er kann nicht so einfach unser Kahn zerbrechen. Und wenn die beiden durchkommen, ist er tot. Das ist too massive damage für ihn. Und ansonsten, den nächsten Zug können wir die beiden machen. Das ist auf jeden Fall Little. Das plus das. Der noch nicht. Da hat er noch ein Leben dann. Und er kann ihn nicht einfach so zerstören. Er braucht 5 Schaden und er hat hier 3 Schaden plus 1 und 4. Deswegen war es gut, dass wir nicht festgegangen sind. Weil er ein kleines, sagen wir, klein bisschen eine Gefahr darstellt für uns. Da kannst du es 3 Schaden machen. Sind wir auf 13. Genauso wie du. Nur haben wir irgendwie das bessere Feld. Hoffentlich hat er nichts gegen uns. Oh, der ist verletzt. Den kannst du hier mal zerstören mit deinen Karten. Weil die. Okay, er kann damit natürlich zerstören. So, dann ist er aber fort. Okay. Oh, ist okay, ja. Wenn wir den zerstören, hat er einen 4-4er. Das sind 12 Schaden, die wir machen können. Wir haben theoretisch die Möglichkeit, ein paar Karten zu ziehen. Mindestens 2, die ihn töten. Aus 15 Karten. Zum Beispiel sowas. Gut gespielt. Ja, hier. Bums, 3 dann sogar. Ich habe die nicht mitgezählt. So war das. Ha! Der Rock hatte keine Chance. Da, da. Yay, dritter Sieg. Meine. Also das, was ich meinte, was wir schaffen werden, ist erfüllt. Mal sehen, ob wir besser gehen können. Das werden wir nächste Folge sehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ein Däumchen würde mich freuen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!